meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Family-Vlog. Ja, ich habe gedacht, ich drehe jetzt heute Sonntag nochmal einen Vlog für euch, sodass morgen, spätestens Dienstag, auf jeden Fall ein neuer Vlog online kommt. Und die Mausi und ich sind schon wieder super früh wach. Also um 5 war sie heute wieder hoch. 5 ist jetzt echt ihre Zeit, aber gestern war sie um 4:30 wach. Da ist Julian dann mit ihr aufgestanden, aber richtig ausgeschlafen habe ich dann trotzdem nicht, weil irgendwie habe ich dann ein schlechtes Gewissen und irgendwie... Ja, irgendwie kann ich dann auch gar nicht ausschlafen. Aber ich habe zumindest bis 8 geschlafen. Das ist ja schon mal wirklich deutlich länger. Naja, heute war die Nacht dann wieder um 5 beendet. Und deswegen ist die Mausi jetzt schon soweit fertig. Ich habe mich auch schon mal ein bisschen frischer gemacht, zumindest vom Make-up. Bin aber noch in meinen Schlafklamotten und alles. Aber es ist jetzt auch gerade mal 8:30. Ja, die Mausi, die tobt hier. Die spielt hier ein bisschen, ne? Oh ja, die hat Energie. Ja, und ja, angezogen ist es schon, fertig für den Tag. Ich kann euch gleich nochmal das Outfit richtig zeigen, denn das ist wieder so süß. Und ja, wir haben hier ihre ganzen Spielsachen und sie liegt auf dieser Sportmatte, weil die hat halt so, ja, guten Grip, würde ich sagen. Wie sagt man das denn? Also die ist halt wie diese ganzen anderen Spielmatten, die es halt gibt, ne? Also, ja. Ja? Okay. Was ist jetzt los? Schlägt die Stimmung um? Okay. Ja, also wie gesagt, sie liegt auf der Matte, weil ich denke, dass sie dadurch irgendwie besser dann vorankommen könnte, weil sie halt hier mehr Halt hat. Aber es geht halt noch nicht und deswegen kommt irgendwann so eine Unzufriedenheit. Bist du das? Bist du das, Mäuschen? Oh, das bist ja du. Ui. Oh, toll. Ne? Guck mal, da muss man gar nicht unzufrieden sein. Und da verliert sie schon wieder einen Socken. Ring. Ja, wer braucht Socken, ne? Mila jedenfalls nicht. Oh, guck mal. Jetzt hat sie wieder nur Augen für die Kamera. Wir zeigen den Leuten einmal dein Outfit, Mäuschen, weil du so zuckersüß aussiehst. Aber du siehst immer zuckersüß aus. So. Also, Mila trägt ein neues Halstuch von Püppi in diesem Pfirsichton. Diese süße Strickjacke mit den Öhrchen an der Kapuze von Ernstins Family. Dieses kleine süße T-Shirt, alles ist süß, ich sag das tausendmal, von H&M. It wasn't me, it was Bad Girl. Und mit diesem Glitzer... Dings hier drauf, mit dieser glitzernden Bad Girl Maske. Ja, und eine Punkte Leggings, auch ebenfalls von H&M. Ja. Süß siehst du aus. Zack, hier auf dem Bauch liegen, wollte ich gerade sagen, auf dem Rücken liegen, ist langweilig. Und es hatten einige gefragt, ob Mila schon versucht voranzukommen. Also ja, sie versucht auf jeden Fall voranzukommen. Also... zu robben, aber es klappt halt noch nicht richtig. Das Einzige, was klappt, ist halt, sich so um die eigene Achse zu drehen. Und damit kommt sie eigentlich schon ganz gut voran, muss ich teilweise sagen. Also man wundert sich doch, wie weit sie kommt, nur dass sie sich halt einfach so um die eigene Achse dreht. Also jetzt hat sie sich zum Beispiel auch wieder so halb gedreht. Ja, Mäuschen. Oh, Schnuffi. Guck mal, wie sie dich geht. Guck mal. Oh. Da ist Mila. Oh, wow. Oh, ja, jetzt lächelst du schnell, ne? Ja, die Kamera hat ja hier auch so einen aufklappbaren Display und deswegen sieht sie sich darin immer und das findet sie ja immer klasse. Und ich weiß gar nicht, ob ich das... Ja, du bist wach, ne? Oh ja, aber du bist unzufrieden. Hatte ich das erwähnt, dass ich heute mit der anderen Kamera vlogge? Aber ich glaube, ihr werdet es sicherlich schon gesehen haben. Also ich vlogge heute mit der Sony. Und ja. Jetzt ist aber auch gleich Zeit für ihre zweite Flasche. Wir haben es jetzt 9:20. Und danach wird wahrscheinlich nochmal ein Nickerchen gemacht. Und falls ihr nicht Snapchat oder Instagram habt, dann zeige ich euch das jetzt gerade zum ersten Mal. Denn wir haben nun den Hochstuhl endgültig umgebaut. In dem Newborn-Aufsatz ging es überhaupt nicht mehr. Also Mila wollte überhaupt nicht mehr drin sitzen. Die hat sich so rausgewunden und deswegen habe ich gedacht... Wenn wir den sowieso nicht nutzen, dann können wir ihn jetzt auch umbauen. Wir haben hier auch den Tisch, den hatte ich ja beim letzten Mal euch nicht gezeigt.
Ja, ich zeig ihm dein Stühlchen. Ja? Der Gelachte. Ja, ich komme gleich wieder zu dir. So, auf jeden Fall haben wir den umgebaut, halt mit dieser Sitzverkleinerung, diesem Polster und halt diesem Tisch. Und ja, ich hatte ja gesagt, solange sie nicht sitzen kann, will ich den aber auch nicht nutzen. Wir hatten sie gestern aber doch mal Probe drin sitzen und ich war erstaunt, wie gut sie da drin sitzt. Also vor allem mit dem Tisch. Davor, also ohne Tisch, hängt sie wirklich da einfach rüber. Aber mit dem Tisch sitzt sie recht gut drin. Aber trotzdem werde ich sie nach wie vor auf den Schoß füttern. Und dann werden wir mal sehen, wann wir den wirklich richtig nutzen. Aber ich muss dazu sagen, dass sie teilweise schon ja, für kurze Zeit sitzen kann. Also wenn man sie zum Beispiel auf dem Schoß hat, merkt man, dass sie richtig anfängt so auszubalancieren. Aber sie kann halt noch nicht frei sitzen. Und von daher, ja, der Kinderarzt hat es uns ja auch empfohlen, dann einfach noch zu warten. Und von daher werde ich das auch einfach noch machen. Aber ich finde es einfach schon schön, den jetzt hier so stehen zu haben. Und ja, solange wird halt weiter auf dem Schoß gefüttert. Das klappt halt auch hervorragend. Und ja, einschlafen kann sie auch im Kinderbett. Zum Glück. Und wenn ich gerade hier in der Ecke stehe, muss ich euch noch was zeigen. Denn gestern kam wieder super viel Post an. Also 2 fette Pakete von euch. Ich habe echt gedacht, es wäre Weihnachten. Weil es waren beide so Riesenpakete. Beide total schön mit Geschenkpapier noch eingepackt. Also ihr gebt euch wirklich auch total Mühe. Es ist echt der Wahnsinn. Und ja, ich muss euch mal eben zeigen, was wir bekommen haben. Das erste Paket kam von Katharina. Und ja, Schokoladeschlümpfe. Und dann hat sie selber gebastelt im Werkunterricht diesen Mond. Erstmal schon total schön. Und wie ihr seht, sag mal, geht's denn? Ja, wir vergessen dich hier nicht. Ja, so auf jeden Fall mit Beleuchtung. Moment. Jetzt natürlich bei Tageslicht werdet ihr wahrscheinlich so viel sehen. Doch, sieht man. Ist das nicht der Wahnsinn? Also Jü und ich haben da gestern irgendwie die ganze Zeit vorgesessen und uns das angeguckt und waren total fasziniert. Ich finde das echt total krass, also total schön geworden und dass sie echt so viel Arbeit da reingesteckt hat im Werkunterricht und wir das dann kriegen. Ich weiß nicht, ich finde das total toll. Ich habe mich echt gefreut und das wird auf jeden Fall seinen Platz im Kinderzimmer finden. Wir überlegen noch, ob wir das eventuell, die Seite hier vorne, eventuell noch vielleicht in so einem hellen Gelb anstreichen. Muss ich mal gucken. Aber ansonsten finde ich es auch schon so sehr schön. Und dann hat sie uns noch Fotos mitgeschickt, ja, wie so der Prozess so ein bisschen war, also vom Werkunterricht. Und sie hatte mir auch ab und zu mal Snaps geschickt und deswegen hatte ich auch ein bisschen was mitbekommen. Ja, also total lieb. Vielen, vielen Dank an dich, Katharina. Und du bist ja hier quasi fast Nachbarin, wenn du aus Pude kommst. So, und jetzt muss ich euch nochmal eben schnell das andere Paket zeigen, bevor Mila mich nicht mehr lässt. Und das Riesenpaket kam von Antonia und Leonie und da war echt für jeden wieder was dabei. Für Mama und Papa gab es hier Pflege und eine Kerze, Süßigkeiten. Dann kam natürlich auch noch ein netter Brief. Dann gab es Badetiere für Mila. Die sehen auch auf jeden Fall richtig niedlich aus. Und dann, oh Gott, so zuckersüß hat Jürgen auch gesagt, so kleine Ballerinas. Richtig niedlich. Die sind so in, ja, so Wildlederoptik. Und das ist Größe 16, 17. Ich muss die gleich mal anprobieren. Auf jeden Fall sehen die richtig niedlich aus. Und dann gab es hier noch so ein Set aus so einem Punkte-Shirt. Das ist Größe 74. Und passend dazu die Punkte-Leggings und auch nochmal eine graue Leggings. Also auch total niedlich. Also vielen lieben Dank an euch, an Katharina, an Antonia und Leonie. Vielen, vielen Dank. Wir haben uns sehr gefreut. Es ist jetzt, glaube ich, 21:30 und Mila schläft jetzt. Also trinken wollte sie irgendwie gar nicht. Ich glaube, sie hat nur eine halbe Flasche getrunken. Und müde war sie aber richtig dolle. Und deswegen ist sie jetzt auch so eingeschlafen. Und Julian ist auch schon wach und deswegen können wir jetzt ganz im Ruhe frühstücken. Ich hoffe wieder, dass sie zumindest irgendwie so eine halbe, dreiviertel Stunde schläft. Das wäre schon ganz nett. Und dann werden wir mal sehen, was heute noch so ansteht. Also ich muss gleich nur noch die Wäsche auf jeden Fall abnehmen. Und eventuell möchte ich heute anfangen, den Balkon auf Vordermann zu bringen. Also die Möbel müssen sauber gemacht werden. Der ganze Balkon muss eigentlich geschrubbt werden. Und also da muss einiges getan werden. Und deswegen, eventuell fange ich da heute schon mal mit an. Aber mal gucken, was Jürgen sich heute so vorgestellt hat. Ob wir vielleicht auch noch irgendwo hinfahren. Müssen wir gleich mal gucken. Und ja, jetzt wird aber erstmal gefrühstückt und ordentlich Kaffee getrunken. Mittagsbrei hat geschmeckt.
Und ich glaube, so sieht Mila auch aus. Das T-Shirt hat es nicht überlebt ohne Flecken und die Hose auch nicht. Ich muss die Sachen gleich erstmal alle ausziehen und dann müssen wir es einweichen, ne, Spatzi? Ja. Aber es hat geschmeckt. Es gab heute auf jeden Fall Zucchini, Kohlrabi und Süßkartoffel. Und Apfelmus war noch mit drin. Dazu gab es Fencheltee. Und die Mausi hat alles weggeputzt. Und jetzt gibt es gleich den Mittagsschlaf. Hm? Ja? Oh, super. Ich habe jetzt eben Milas Outfit gewechselt. Jetzt hat sie so ein schönes Katzenoutfit an. Body und die passende Hose hier. Richtig niedlich. War auch ein Geschenk damals zur Geburt. Und jetzt geht's für die kleine Motte ins Bett. Ja, du bist schon ganz zappelig. Ich werde jetzt hier nochmal eben das Rollo ganz runter machen. Und dann werde ich sie ins Bettchen legen. Und dann kuscheln wir noch vorher ein bisschen auf dem Arm, ne? Damit sie richtig zur Ruhe kommt. Und dann kann man sie eigentlich ganz gut ablegen. Aber sie ist auch wirklich müde. Deswegen ist sie jetzt auch so rot um die Augen. Ich glaube, das sieht man auch auf der Kamera. Und da erkennt man dann auch immer ganz wunderbar, dass sie richtig müde ist. Ja. Von daher wollen wir das mal eben machen und dann schauen wir, was wir danach machen, ne? Während Mila jetzt schläft, werde ich mal eben hier den Abwasch machen. Hier ist noch so ein bisschen Abwasch von gestern auch und die Babyflaschen stehen hier jetzt schon. Und dann werde ich den Sterilisator hier nochmal richtig reinigen. Und dann werde ich ihn zusammen mit dieser Newborn-Schale für den Tripp-Trapp auch in den Keller stellen. Weil, ja, es haben halt viele von euch auch unter dem letzten Blog geschrieben, wenn sie erstmal auf dem Boden liegen und anfangen halt mit Robben krabbeln oder generell halt auf dem Boden liegen, sie nehmen ja dann auch alles in den Mund. Und ich sehe dann auch echt nicht mehr den Sinn, die Flaschen zu sterilisieren. Und ja, von daher werde ich die Flaschen jetzt in Zukunft einfach normal gründlich reinigen, ordentlich heiß durchspülen oder halt mit in den Geschirrspüler stellen, so wie es halt passt. Und das fette Ei hier kommt dann in den Keller. Genauso wie die Newborn-Schale. Also die verkaufe ich auch nicht. Ein zweites Kind ist ja geplant. Also von daher kann das dann bis dahin im Keller stehen. Die beiden Sachen nehme ich jetzt mit in den Keller. Und ich müsste auch noch von beiden die Kartons haben. Bin ich mir eigentlich sicher, dass ich die aufgehoben habe, weil das beides halt Teile waren, die ich aufheben möchte und nicht verkaufen will. Und deswegen habe ich davon hoffentlich, wie gesagt, die Kartons aufgehoben. Und ja, die Sachen werde ich jetzt mitnehmen und dann geht es jetzt in den Keller. Hier ist der eine Karton. Gut, ich hoffe, ich kriege den hier so raus. So, für den Newborn-Aufsatz. Und für den Nuck-Sterilisator. Oh Mann, ich müsste hier im Keller auch mal wieder durchräumen. Wobei, ich habe hier schon ganz oft aussortiert, aber das sind teilweise wirklich Sachen, die wir brauchen. Also hier sind Koffer, hier sind, ist alles Weihnachtsdeko, hier sind alte Kindersachen und Erinnerungsstücke, Babysachen, Werkzeug, Hundebox. Das weiß ich allerdings. Achso, ich glaube, das sind tatsächlich Flohmarktsachen noch. Und dann aber Kartons, unser Grill, Kohle, ein Zelt, Jöns Sachen von der Bundeswehr. Ja, also es sind wirklich Sachen teilweise, die man noch braucht. Aber ich glaube, man müsste trotzdem mal umsortieren. Ich glaube, dann könnte man mehr Platz schaffen. Und das sieht hier übrigens noch so aus, weil hier mal ein, ich sag mal, Wasserschaden war. Also es kam halt Wasser durch, aber die Rohre, ich weiß nicht, woran es lag, keine Ahnung. Auf jeden Fall war hier dann so ein Notfalldienst und der hat das abgeprökelt und deswegen sieht das alles noch so aus, wie es aussieht. Nicht so schön. Ja, so, jetzt will ich aber erstmal die Sachen wegpacken, weil ich will hier jetzt ja nicht ewig im Keller verbringen. Tja, und das war's. Du hast uns gute Dienste erwiesen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und wenn wir hier unten im Keller sind, kann ich euch noch mal eben zeigen. Wir haben nämlich den Kinderwagen umgebaut. Wir haben nämlich jetzt den Sportaufsatz drauf. Sieht doch richtig cool aus. Ja,
Sie saß gestern da schon einmal drin. Und das ist ganz gut, weil man kann das Fußteil halt recht weit hoch machen, sodass sie da nicht runterrutscht. Und man kann das Teil wirklich in Liegeposition stellen. Also das ist echt super. Und ich muss aber nochmal austüfteln, wie das mit diesem Verdeck ist, weil das habe ich gestern nur so schnell raufgesetzt. Und ich weiß gar nicht, ob das da richtig ist. Ob man das hier noch irgendwo festmachen muss. Ich weiß es nicht. Kann ich jetzt hier im dunklen Keller auch nicht feststellen. Aber auf jeden Fall kann man es richtig weit hier runterziehen. Also so, dass sie wirklich auch im Schatten sitzt. Und da ist auch noch ein Moskitonetz bei. Also sehr gut jetzt für den Sommer. Ja, Decke ist noch drin. Ihr Büchlein von gestern. Da werden wir nachher bestimmt auch noch mal einen Spaziergang machen. Aber auf jeden Fall finde ich das nicht schlecht mit dem Teil, weil in der Wanne wollte sie jetzt ja auch nicht mehr richtig liegen. Und von daher haben wir jetzt hier gewechselt, weil man, wie gesagt, in Liegeposition auch fahren kann. Und ja. Wir machen uns jetzt gerade fertig und gehen dann jetzt alle Mann raus. Mila ist zur Hälfte angezogen. Es kommt jetzt noch die Jacke drüber. Und dann ist sie soweit fertig. Eine Decke ist ja noch unten im Kinderwagen. Julian macht gerade Bruno soweit statt, beziehungsweise guckt gerade noch. Man hört es, glaube ich, was wir für ein Spielzeug haben, was wir mitnehmen können. Und ja, dann geht's raus. Beste, pass auf. Habe ich wieder gefunden. Ah ja, super. Diese Ball gut. Sehr gut. Ein Mini-Tennisball. Und der dreht schon ab. Ja, alles was quietscht, macht Bruno verrückt. So, Motti, du bist auch bereit? Rausgehen? Und wir mussten Mila nochmal komplett umziehen, denn die Windel ist ausgelaufen, ihr wisst schon. Und ja, jetzt gibt's noch die Jacke drüber und dann geht's raus. Ja, hier. Deine Jacke. So. Na komm. Wir sind jetzt im Parzellengebiet angekommen. Die Mausi liegt hier so halb in ihrem Kinderwagen und ist gerade ein bisschen quakig. Ne, Mausi? Auch noch ein bisschen müde, hat nicht so lange geschlafen. Bruno freut sich gleich aufs Ballspiel und lungert schon bei dir. Ja, ich lungere so gleich. Oatriegel hier. Ja, genau. Ich habe hier auch noch einen. Moment. Wir haben uns einen kleinen Snack für unterwegs mitgenommen. Was habe ich? Ich habe Oats and Dark Chocolate. Gibt es bei Rossmann. Ja. So, und wir laufen jetzt erstmal noch ein bisschen. Ich hoffe, dass kein Regen kommt, weil die Wolken sind dunkel am Himmel. Aber die Sonne scheint auch noch ein bisschen, immerhin. Einmal den Baum. Finde ich jedes Mal interessant, wenn ich hier vorbeigehe. Ja, das ist da hinten. Wir sagen immer Hexenbaum. Ich glaube, da ist mal ein Blitz eingeschlagen. Ja, das könnte gut sein. Ich irgendwann erzählen. Ich weiß nicht, was stimmt. Ja, mal sehen, du spielst mit deinem Schnuller. Nicht rumzicken. Der steht dir nicht. Der steht dir doch gar nicht. Hm, Boni? Boah, das ist brutal. Was denn? Schmecken gut? Was hattest du? Du hattest Ahornsirup, genau. Also falls ihr die mal probieren wollt, guckt mal bei Rossmann. Ja, Bruno ist weitergelaufen, hat sein Ball nicht mitgenommen. Jetzt muss Julian ihn holen. Mann, 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 Bruno. We had one job. Wir sind jetzt auf dem Rückweg und die Mausi ist jetzt eben gerade eingeschlummert. So niedlich. Eingeschlüpft. Eingeschlüpft ist sie. Als der Regen sanft auf ihr Verdeck prasselte, schlief sie ein. Ja, wir laufen jetzt zurück. Ich muss nämlich auch ganz dringend auf Toilette. Und dann wird gleich erstmal schön was gegessen, ne? Lecker. The Mookie Dead. Aber was? Oh, hier Party. Wir sind jetzt gerade wieder rein vom Spaziergang und wie man sehen konnte, Mila ist auf den letzten Metern noch eingeschlafen, also hat jetzt ungefähr vielleicht nochmal eine Viertelstunde geschlafen ungefähr. Also jetzt war ja wirklich nur auf dem Rückweg und wir werden jetzt gleich irgendwas zu essen machen, bestimmt noch einen Kaffee trinken und dann einfach noch einen entspannten Nachmittag haben. Und ich werde den Vlog hiermit auch beenden, denn ich habe wahnsinnige Kopfschmerzen, so wie gestern auch schon. Aber das kommt, glaube ich, momentan einfach, weil ich zu wenig schlafe oder wir beide auch zu wenig schlafen. Man trinkt nicht genügend und ja, dann hat man eben Kopfschmerzen. Aber deswegen, ja, beende ich den Vlog hiermit. Oh, Mäuschen, was klingelst du schon wieder? Ja, ich verabschiede mich auf jeden Fall. Und bis zum nächsten Video. Tschüss. Gibt keinen Grund zu weinen.